Und die Wahl in Görlitz möchten wir auch in unserem Tagesgespräch abbilden, sowohl mit dem AfD-Kandidaten Sebastian Wüppel als auch mit dem Generalsekretär der CDU in Sachsen, Alexander Dirks. Zunächst einmal zu dem knapp unterlegenen Bürgermeisterkandidaten. Herr Wüppel, Sie haben im Wahlkampf gesagt, wenn Görlitz fällt, dann fällt Sachsen und dann ganz Deutschland. Görlitz ist standhaft geblieben, oder? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, so kann man das sehen. Wir haben als AfD ein ganz, ganz tolles Ergebnis hier eingefahren mit fast 45% oder 44,9 gegen alle anderen. Die CDU musste sich mit allen Parteien zusammenschließen, bis hin zu Linksextremisten, mit denen man dann auch noch, also von der Antifa, mit denen man zwei Tage vorher hier noch demonstriert hat. Also da ist das Ergebnis von 44,9% doch wirklich sehr gewaltig. Gereicht hat es dann doch nicht. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm vor allem auf das Thema Sicherheit gesetzt. Ist der Osten vielleicht doch weniger ängstlich, als die AfD gedacht hat? Haben Sie die Menschen unterschätzt, zumal in einer Stadt, die sich selbst Europastadt nennt? Ja, keinesfalls habe ich nur auf das Thema Sicherheit gesetzt. Ich habe auf das Thema Familienfreundlichkeit gesetzt. Ich habe auf wirtschaftliche Entwicklung gesetzt und das sogar primär. Sicherheit ist ein Thema, was auch gerade von den Medien gerne aufgenommen worden ist, weil wir hier natürlich eine etwas angespannte Lage in Görlitz haben. Das ist natürlich richtig. Aber auch die Thematik der Europastadt stand nie in Frage. Das habe ich immer wieder betont, dass Görlitz Europastadt ist und Europastadt bleibt. Allein die Möglichkeit von stichprobenartigen Grenzkontrollen wurde halt schon als Abschottung ausgelegt. Ja. Mit dem Oberbürgermeisteramt hat es nicht geklappt. Heißt das für Sie persönlich jetzt Rückzug oder widmen Sie sich jetzt der Kandidatur bei der Landtagswahl gegen Herrn Kretschmer? Ja, also ich stehe ja schon auf der Landesliste auf Platz 5. Insofern habe ich mir von vornherein gesagt, wenn es mit dem Oberbürgermeister nichts werden sollte, dann möchte ich mich natürlich trotzdem für die Görlitzer einbringen und das im Sächsischen Landtag. Wir werden jetzt am Samstag unseren Kreisparteitag haben und hier unseren Direktkandidaten nominieren. Ich werde meinen Hut dafür in den Ring werfen und ich denke, es sieht ganz gut aus, dass ich hier mit Ministerpräsident Michael Kretschmer in den Streit gehe. In Görlitz war es ein Alle-gegen-einen der etablierten Parteien. Wie wappnen Sie sich dagegen im Hinblick auf die Landtagswahl? Ja, die Landtagswahl hat natürlich eigene Regeln. Da haben wir ein etwas anderes Gesetz. Da wird ein Alle-gegen-einen nicht möglich sein, es sei denn, es würden alle Parteien zurückziehen. Man darf natürlich Michael Kretschmer als Gegner nicht unterschätzen. Ich meine, er hat den Ministerpräsidentenbonus, da mache ich mir nichts vor. Aber wir haben ein gutes Programm, wir haben ein Regierungsprogramm und wir haben einen Anspruch und wir werden als Alternative für Deutschland hier in Görlitz natürlich alles dafür tun, um auch hier diesen Direktwahlkreis zu gewinnen. Denn das wäre natürlich das Allerbeste, um hier unser Land dann auch mal regieren zu können. Sebastian Wüppel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und damit komme ich jetzt zu Alexander Dirks, Generalsekretär der CDU in Sachsen. Ja, wir haben es im Beitrag zu Beginn der Sendung gesehen. Eine Zitterpartie, die da gestern Abend zu Ende ging. Rund 55% der Görlitzer haben dann doch für die CDU gestimmt. Ohne Schützenhilfe der Grünen wäre das aber vermutlich schiefgegangen, oder? Ja, schönen guten Morgen. Zunächst mal möchte ich sagen, dass wir uns natürlich unheimlich gefreut haben, dass unser Oberbürgermeisterkandidat Octavian Ursu am Ende dann doch das Amt des Oberbürgermeisters erringen konnte, einen sehr engagierten Wahlkampf geführt hat und mit seiner reichen kommunalpolitischen Erfahrung letzten Endes auch jetzt 7 Jahre Zeit hat, Görlitz zu gestalten und mit einer vernünftigen Zukunftsvision letzten Endes auch die Bürgerschaft in dieser Stadt wieder zusammenzuführen. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch betonen, dass es eine verantwortungsbewusste, auch menschlich große Entscheidung war, dass Franziska Schubert im zweiten Wahlgang nicht mehr angetreten ist und so natürlich auch möglich geworden ist, dass die politische Mitte in dieser Stadt am Ende auch vor allen Dingen in dieser Europastadt Görlitz dann auch die Oberhand gewinnen konnte und jetzt mit Octavian Ursu den Oberbürgermeister stellt. Viele Menschen haben im ersten Wahldurchgang AfD oder Grüne gewählt, weil sie sich eine Veränderung in Görlitz wünschen. Was bietet die CDU denen jetzt?
Zunächst mal geht es natürlich darum, auch die Zerrissenheit in dieser Stadtgesellschaft zur Kenntnis zu nehmen und auch als Auftrag zu betrachten mit Blick auf die Arbeit des Oberbürgermeisters, die politische Arbeit in der Stadt Görlitz. Ich glaube, Octavian Ursu hat eine ganze Reihe von sehr konkreten Ideen eingebracht, mit dem er die Stadt zusammenführen will, vor allen Dingen auch ihren Charakter als Europastadt bewahren will. Er hat vernünftig auf das Thema innere Sicherheit gesetzt, aber auch die Themen Familienfreundlichkeit, das Thema wirtschaftliche Entwicklung, auch die Frage von grenzüberschreitenden Kooperationen, die ja gerade in Görlitz so unheimlich wichtig sind. Und ich glaube, mit seiner pragmatischen Art, auch mit seiner verbindlichen Art, der Fähigkeit zuzuhören, ist er genau der richtige Mann. Auch die Zerrissenheit, die natürlich in einem solchen Wahlergebnis zum Ausdruck kommt, dort anzunehmen als Herausforderung, aber auch aufzulösen in den nächsten Jahren. Görlitz wird ja von vielen derzeit als geteilte Stadt wahrgenommen. Wie kann Octavian Ursu die wieder einen? Zunächst mal ist er als Person ja jemand, der für Ausgleich steht. Ich habe ihn ja als Kollegen im Sächsischen Landtag jetzt 5 Jahre, vor allen Dingen auch im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, als sehr, sehr angenehmen, als sehr, sehr pragmatischen, als sehr, sehr sachorientierten Kollegen wahrgenommen, der Probleme erst mal so betrachtet, wie sie sind, Herausforderungen so annimmt, wie sie sind und dann ganz konkret an Lösungen arbeitet. Es nützt ja alles nichts, wenn wir gemeinsam nur noch Ängste bedienen, wenn wir nur noch über das reden, was vermeintlich oder tatsächlich nicht funktioniert, sondern Kommunalpolitik, das ist natürlich auch die Mühe der Ebene. Da muss man sich auf ganz konkrete Themen einlassen und dann auch im Klein-Klein zwischen Verwaltung und Stadtrat arbeiten. Und ich glaube, das kann Octavian Ursu, dafür ist er genau der Richtige. Er saß jahrelang im Stadtrat. Er ist auch über seine Tätigkeit vorher als Trompeter, als Musiker sehr, sehr gut vernetzt und verwurzelt in dieser Stadt. Und ich denke, das wird ihm unheimlich helfen, auch die Zerrissenheit in dieser Stadtgesellschaft zu überwinden und dafür zu sorgen, dass die politische Mitte in Görlitz weiter stärker wird. Und wir in 7 Jahren dann auch ein anderes gesellschaftliches Klima haben. In Görlitz war es zuletzt ein Zusammenstehen quasi der etablierten Parteien. Schauen wir jetzt mal auf die Landtagswahl. Wer wird denn da der härtere Gegner sein für die CDU, die Grünen oder die AfD? Zunächst mal kämpfen wir natürlich für uns. Die Sächsische Union wird bei dieser Sachsenwahl mit ganz konkreten Themen antreten. Wir wollen mit den Themenpunkten, die wir auch tatsächlich im Freistaat beeinflussen können. Es geht hier nicht um Berlin oder Brüssel, sondern es geht um medizinische Versorgung in der Fläche. Es geht um Breitbandausbau. Es geht um eine vernünftige Ausstattung der sächsischen Polizei, um innere Sicherheit, nicht zuletzt auch um Bildung, frühkindliche Bildung, schulische Bildung. Und das sind die Themen, auf die wir setzen. Wir haben mit Ministerpräsidenten Michael Kretschmann hervorragenden Spitzenkandidaten, der unheimlich großes Vertrauen in der Bevölkerung genießt, der unheimlich viel unterwegs ist, der sehr, sehr viele Gespräche vor Ort führt und jetzt schon in den letzten 1,5 Jahren bewiesen hat, dass er auch dicke Bretter bohren kann, dass er auch in der Lage ist, Versäumnisse der Vergangenheit kraftvoll zu korrigieren. Und darauf setzen wir zunächst. Wir kämpfen für uns als Sächsische Union. Wir wollen als Sächsische Union natürlich klar stärkste Kraft bei dieser Landtagswahl werden. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts gefordert, gerade ein Aufrechterhalten des Dialogs. So kurz vor den Landtagswahlen ein richtiges Signal? Wir führen ja einen sehr intensiven Dialog mit den Sächsinnen und Sachsen. Und natürlich finden diese Gespräche in großer Offenheit statt. Und da kann jeder kommen und kann jeder seine Probleme und seine Wünsche an die Politik artikulieren. Aber wir müssen natürlich auch einen gesellschaftlichen Konsens in diesem Land formulieren. Und da gehört es eben dazu, dass es nicht sein kann, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft pauschal diffamiert werden, dass hier menschenfeindliches Gedankengut breiten Raum bekommt. Da sind wir als Sächsische Union ganz klar. Und deswegen sagen wir ja auch, eine Zusammenarbeit mit der AfD ist für uns in keiner Weise denkbar. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt einen breiten gesellschaftlichen Konsens formulieren, sagen, demokratischer Streit ist richtig. Die Unterschiede zwischen demokratischen Parteien müssen gerade auch im Wahlkampf herausgestellt werden. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach Grenzen dieser Basis, auf der demokratischer Wettstreit stattfindet. Und wenn das politische System als solches diffamiert wird, wenn die parlamentarische Demokratie verächtlich gemacht wird, wenn politische Amts- und Funktionsträger verächtlich gemacht werden und wenn es letzten Endes zum guten Ton gehört, sich persönlich zu beleidigen und sich persönlich anzugreifen, dann sind einfach Grenzen erreicht. Und das ist mit der Sächsischen Union nicht zu machen. Wir stehen für eine anständige politische Auseinandersetzung, gerne hart in der Sache, aber ganz ohne persönliche Angriffe und ohne persönliche Diffamierung. Herr Dirks, es sind noch etwas mehr als 2 Monate bis zur Landtagswahl. Wie will die CDU bis dahin ganz konkret Boden gut machen? Wir werden ja in 1,5 Wochen unseren Landesparteitag haben. Da verabschieden wir unser Regierungsprogramm.
Ministerpräsident Michael Kretschmer hat natürlich dort auch noch mal die Gelegenheit, die wesentlichen Punkte aus diesem Programm herauszugreifen, ganz konkrete Maßnahmen zur Sicherung der medizinischen Versorgung, zur Sicherung der inneren Sicherheit, zur Verbesserung der inneren Sicherheit, auch zur Infrastruktur im ländlichen Raum, was ÖPNV angeht, also Busse, Bahnen, damit wir die Lebensqualität in allen Teilen Sachsens hochhalten, teilweise auch noch deutlich verbessern, dass wir auch den Strukturwandel in den Braunkohleregionen kraftvoll vorantreiben, dass wir hier auch als Sächsische Union mit einer CDU-geführten Staatsregierung viel erreichen konnten für diese Regionen, was wir jetzt in der Zukunft umsetzen wollen. Und natürlich wird das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt eine ganz große Rolle spielen. Wir nehmen ja seit Jahren wahr, dass die Zerrissenheit in dieser Gesellschaft immer mehr zunimmt. Und dass gleichzeitig viele Menschen sagen, sie machen sich große Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ich glaube, dass es ein zentraler Teil eines Zukunftsentwurfs für den Freistaat Sachsen sein muss, dass wir noch mal ganz intensiv darüber nachdenken, wie kann das gelingen? Wie können wir Bürgerinnen und Bürger frühzeitiger an Entscheidungen beteiligen? Welche Möglichkeiten sollen Bürger auch haben, Politik mitzugestalten, mitzukorrigieren? Aber wir müssen, glaube ich, auch über dieses ganze Thema Rechte und Pflichten in einer Demokratie noch mal sprechen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt lebt eben davon, dass jeder mitentscheiden kann, dass jeder mitreden kann, dass aber auch jeder bereit ist, Verantwortung in dieser Gesellschaft zu übernehmen und einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass diese Gesellschaft zusammenhält. Denn ich glaube, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist die zentrale Frage, vor der wir in den nächsten Monaten, aber auch Jahren stehen. Alexander Dirks, Generalsekretär der CDU in Sachsen, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.